vermute auch, dass es Wesen gibt, die natürlich über der Zeit stehen und somit nicht sterben. Und das wären Beispiel von Saint-Chamas, der vielleicht immer in der Geschichte auftritt, vielleicht unter einem anderen Pseudonym, der einfach nicht sterben muss. Und das ist natürlich das Verbrechen an der Menschheit, Korrekt. dass wir alle ständig vergessen durch den Tod, ne? Korrekt. Ich schalte jetzt mal die Mikrofone frei. Wer Fragen hat, Ja, ich diese hätte gerne eine, ja. stellen. Moment, ich muss moderieren. An der Stelle, ich rufe euch gleich auf, eure Fragen zu stellen. Luzi, du kommst gleich als Erste. Ich muss nur auf Push-to-Talk jetzt gehen. So, bitteschön, Luzi. Ja, und zwar ist, wie wird aber ausgesprochen, Ilia, Papa, ja? Ich hoffe, ich habe das richtig, richtig Wie ausgesprochen bitte? habe. Ich wollte ihn fragen, ob ihm ein Herr bekannte, der sich Peter Plichta nennt. Ja klar, erzähl mal Beziehungsweise. bitte. Ja klar. Ilia, Papa, ich muss jetzt jedes Mal den Knopf drücken, wenn du was sagst. Ach so, okay. Das Ja, heißt, okay. du musst mir immer die Zeit geben, wenn du dann antwortest. Also warst du Also fertig, Luzi? eine 2 Sekunden quasi Zeit geben, wenn ich an, bevor ich antworte. Ja. Okay, machen wir schon. Ja. Ja, Lut. Pflicht da ist für mich. Ja, Ja, ich würde das gerne begrüßen, wenn du dich ein kleines bisschen dazu äußern könntest. Wird absolut nichts bringen, weil der Plichter geht in eine ganz andere Richtung wie das, was ich eigentlich da mache. Aber ich kenne Plichter seine Arbeit, er hat recht, nur meins geht halt ein bisschen sehr, sehr viel weiter, weil es mehr Themen umfasst und eine ganz andere Basis hat. Also es wird keinen Sinn ergeben und es wird nur ein bisschen mehr Verwirrung stiften eigentlich, auf das Thema Plichter einzugehen. Ja, dann gibt es noch eine Seite, wo ich dann, ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Seite vielleicht kennt. Das müsste die 6, Moment, die 6007 Org sein. Ob du die kennst? Sagt mir jetzt absolut nichts. Na, wenn Ich ihr habe in den vielleicht. letzten 15 Jahren oder 60, 70.000 Stunden, ich habe so viel Ach nee, Seiten nee. besucht oder so. Also in Nee, letzter nee, nee. Zeit ist mir die mit Sicherheit nicht aufgefallen. Also ich bin das letzte Jahr überwiegend eben Facebook unterwegs gewesen. Da bitte mal ein bisschen reinschauen. Nicht erschrecken, wenn du irgendwelche Sachen liest, die auf der erster Blick ein bisschen gaga sich lesen, aber Nein, das nein, geht nein, schon nein, im nein. Es Prinzip. geht um Folgendes. Den entsprechenden Herrn habe ich auf meinem Forum kennengelernt und es geht um die Zahl 6077, das praktisch die Liedsprache für Gott ist. Also die Zahlen als Wortausdruck Gott. So, und er hat Pass auf, eine wenn du jetzt Webseite die gefunden, Zahl, ne? Bitte? Entschuldigung, wenn du jetzt die Zahl 6077 erwähnst oder so, die sagt mir natürlich schon was, aber in einer anderen Form. Und zwar als 776, weil im Jahr 76 vor Christus begannen die ersten sogenannten Olympischen Spiele, die immer im Zeitraum quasi oder den Zeitraum definiert haben zwischen einer Olympiade, wobei die Olympiade eigentlich das definiert. Innerhalb der Zeit, also dass es immer die Zeit meint zwischen 2 sogenannten Schaltjahren, also quasi zwischen 2 Jahren mit 366 anstatt 365 Tage. Ja, also Von dem her wenn gibt er es keine von dem Zeit her hat gibt oder es schon. vielleicht in der nächsten Zeit, vielleicht kannst du jetzt mal reingucken und vielleicht irgendwann mal den Valentin deine eigene Bewertung davon durchgeben. Hat man irgendwas mit den Händen zu tun und so weiter. Also wie gesagt, falls du das nicht mitschreiben kannst, diese Zahl eben 607.eu. Ja, Okay, danke, Luzi. kann ich mal machen. Eventuell stelle ich mir schnell den Link hier beim Valentin rein und den kann ich mir das anschauen, weil das macht es mir einfacher, anstatt dass ich es selber suche und dann sehen wir mal weiter. Okay, danke, Lucy. Wer hat noch eine Frage? War's schon? Was ist alles? Ja, also ich schaue noch mal im Chat. Moment. Nee, also. Tom, So ja, so ja, wenn wenn nicht, nicht. so So kommt er kommt nicht er weg nicht so weg, so einfach. einfach. Gut, das ist gut. Echo. Also Tom, bitte, Sorry. ich gehe jetzt runter vom Knopf, stelle eine Frage, ja? Ja. Also, was ihr zum Schluss erwähnt habt, jetzt weiß ich nicht, ob der Valentin oder Sie jetzt, Herr Papa, das war jetzt die Sache mit der, habe ich nicht so ganz genau mitgekriegt, die Sache mit dem Grafen, der immer wieder auftaucht, wo. Wie geht es da um Unsterblichkeit? Marschiert er durch die ganze Geschichte oder wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich reden? Ja, jetzt Ja, ja. ja. Ja, okay. Also,
Diese Geschichte mit Peter Gasser, also ich habe den Peter eigentlich kennengelernt als sehr, sehr hart recherchierende Mensch. Und er also meint jemand, den Saint-Germain. Ja, genau. Der eben letztendlich nicht unbedingt alles glaubt. Und der hat sich wirklich die Mühe gemacht und hat über 20 Jahre weg, egal in welchem Staatsarchiv, dass er quasi gegangen ist, immer diese Originalbriefe quasi auch gesucht oder so, die in Verbindung mit diesem Saint-Germain stehen. Und ich habe bei mir in meinem vierten Buch drin und da nochmal so quasi Zitat drin von Voltaire an den Graf Saint-Germain, wo er sagt, dass er sich bedankt, dass eben Saint-Germain zu ihm gekommen ist, dass ihn sein mechanisches Fluggerät wieder zu ihm zurückbringen würde, möge und danke für die lange Reise durch die Zeit. Also wir haben da explizit quasi Hinweise darauf, dass Zeitreisen längst schon stattfinden und zwar nicht ein oder zwei, sondern wirklich massiv. Ich habe das auch recherchiert, wie das funktioniert von unserem Bewusstsein in Verbindung mit sogenannten Déjà-vu-Effekte, also quasi im Zeitlinienrahmen betrachtet und ja, Grasser ist also wirklich in dem Punkt wirklich exzellent und das Buch heißt ganz einfach Der Graf von Saint-Germain, der Mann, der alles weiß und niemals stirbt. Also wir haben da Effekte, dass es eben Menschen oder Wesen gibt, die eben wirklich außerhalb der Zeit leben, sprich also eigentlich unsterblich sind und also in unserer Vergangenheit, dass wirklich jeden Blödsinn und jeden Mox oder jede Schandtat eigentlich begehen können, die man sich überhaupt noch vorstellen kann. Und das ist mit ein Grund dafür, warum das überhaupt diese Geschichte mit den Prophezeiungen überhaupt besteht, weil die nehmen genau explizit auf dieses Thema quasi Bezug. Das ist quasi die Basis von der ganzen Sache. Könnte es sein, dass die unsere Geschichte schreiben oder beeinflussen? Unter anderem auch natürlich, klar, sicher. Ich habe da noch eine Frage. Bekanntlich schreibt ja immer die Geschichte derjenige, der Sieger ist. Und der kann da jedes Märchen quasi da reinschreiben, wo er lustig ist. Also ich gehe mal davon aus, dass du jetzt explizit quasi diese Geschichte von 33 bis 45 meinst. Da kommen wir jetzt wieder zu der Primzahl hin, wo ich vorhin erwähnt habe, dass ich die auseinandergenommen habe. Und zwar das sehr, sehr Auffällige bei der Primzahl zwischen 2 und 100.000 ist das, dass genau im 20. Jahrhundert drei große Lücken in der Primzahl sind, also quasi keine Primzahl vorhanden sind. Und zwar ausgerechnet gerade in der Zeiträume zwischen 1913 bis 1931, dann 1933 bis 1949 und dann 1951 bis 1973. Und wenn man sich das mal ein bisschen vom geschichtlichen Hintergrund betrachtet, was eigentlich da innerhalb dieser Zeit passiert ist und dass eben auch bei den Anschlägen von New York oder bei den anderen vier großen Folgeanschlägen diese Primzahlen sehr, sehr massiv auftauchen in den Namen drin, also dass bestimmte Namen so und so viele Buchstaben haben und, dann haben wir einfach das Problem, dass da irgendetwas vor sich geht, das bisher noch nie jemand wirklich so richtig entdeckt und untersucht hat und das aber für uns ein sehr, sehr großes Problem darstellt in Bezug auf Bedrohung im Absolut. Jetzt habe ich ganz kurz eine Frage noch. Und zwar ist es folgendes. Wie wollen wir diese Wesen betiteln, die über der Zeit stehen und vielleicht sogar Offenbarungen initiieren oder induzieren? Ja, als Zeitlose, ganz einfach. Kann man die auch als erleuchtet betiteln? Nein, Quatsch, das mit dem Erleuchtetsein ist eigentlich ein kompletter Blödsinn in dem Sinn, wie wir das bisher verstanden haben. Also erleuchtet in dem Sinn, so dass es wirklich einigermaßen zutreffen könnte, kann man eigentlich nur die Menschen betrachten oder überhaupt Wesen überhaupt nur dann betrachten, wenn die also quasi so viel Wissen haben, dass sie wirklich im Verstehen der Gesamtzusammenhänge wirklich so super top sind, dass sie denn als wirklich in Anführungsstrichen Erleuchtete gelten könnten. Also an außerkörperliche Erfahrungen glaubst du nicht? Nein, das ist nicht richtig so. Diese außerkörperliche Erfahrung, da weiß ich also von bestimmten Leuten, die ich persönlich auch selber kenne, die unter anderem beispielsweise, da gibt es jemanden auch in Graz, der auch schon bei Grob FM Interviews gemacht hat, das ist die Wohlgemut. Und bei der war sogar als fünfjähriges Kind, also die NASA ist schon dran, die wollten ja den Kopf aufmachen zum gucken, wie ihr Hirn funktioniert. Und bei ihr ist einfach so, dass sie beispielsweise anstatt so wie mir nur 2% ihres Gesamtbewusstseins nutzen kann, sogar 48% nutzen kann. Das heißt, da sind solche Sachen wie Telekinese oder Telepathie oder andere Sachen mit dabei. Also das ist eigentlich in der Natur schon angelegt, in jedem, nur die meisten von uns wissen eben nichts davon, weil wir es einfach nicht darauf zugreifen können. Und deswegen wäre es auch Blödsinn zum Sagen oder so, es gibt keine Leute, die irgendwie hell sehen können oder so. Oder hell hören können. Noch eine Frage. Sagt Ihnen der Name Dame Nur was?
Daminur sagt mir auch was, ja, natürlich, klar, sicher. Ich habe den auch Audi, habe ich sogar mal in Basel getroffen, kurz sprechen können. Aber ich weiß ehrlich gesagt also nicht so hundertprozentig genau, was ich von der Sache halte soll. Und ich entziehe mich deswegen des Kommentars. Ja, nee, darauf wollte ich jetzt ja nicht so weit hinaus. Da habe ich mal einen Vortrag gehört und da behauptete der den Vortrag geleitet hat, ich habe jetzt vergessen, wie der hieß, das ist eigentlich auch nicht wichtig, aber der meinte eben, wie gesagt, in Damenhur hätte man die Technologie, um durch die Zeit zu reisen. Das kann möglich sein, ich weiß, dass es geht, ob die jetzt in Damenhur das tatsächlich haben, weiß ich nicht, aber wie gesagt, ich habe den Chef von diesen Araudi, den habe ich getroffen in Basel, bei den Psi-Tage damals, und es hört sich ein bisschen Spanisch an, also sprich in Anführungsstrich Spanisch an, ein bisschen merkwürdig an oder so. Aber ich habe diese Sache Italienisch. Hab das nicht weiterverfolgt, obwohl das eigentlich mein Thema ist, weil es ist nicht wichtig in Bezug zu dem, was ich da mache. Nee, ist klar. Mich hat es bloß mal so interessiert, so am Rande, was so dran sein könnte, ne, an der ganzen Geschichte. Es könnte schon was dran sein, also gibt es ein paar Aussagen von denen oder so, die schon ein bisschen in das Schema mit reinpassen, aber eben wie gesagt, ich habe zu wenig Wissen über die, dass ich das irgendwie beurteilen könnte und deswegen kein Kommentar. Ja, nee, ist klar. Was mich immer so fasziniert ist, wo hat zum Beispiel Da Vinci sein Wissen her oder wie konnte Kepler die Harmonie der Sphären beschreiben ohne, Bei Kepler habe ich hier eine sehr gute Antwort. Kepler war das so, dass das ja also tatsächlich im österreichischen, im steiermärkischen Graz damals erklärt hat, und zwar an der evangelischen Universität, soviel ich weiß, und er hatte damals das Glück, dass er im Jahr 1604 diese Supernova da quasi entdeckt hat, weil er ist ja davor quasi ausgegangen davon, dass die Planeten sich quasi in perfekte Kreisbahnen umeinander drehen. Und nach dieser Supernova kam er dann auch auf die Idee, was wäre quasi, weil er dachte, dass Gott perfekt sein muss quasi oder die Natur. Und dann kam er auf die Idee und hat sich dann gefragt, was ist, wenn diese Planeten untereinander, diese Himmelskörper letztendlich untereinander irgendeine Kraft ausüben, so dass es quasi keine Kreisbahnen sind, sondern mehr elliptische Bahnen. Daraufhin hat er seine sogenannte Himmelsmechanikgesetze denn formuliert. Und genau diese Gesetze konnten eigentlich erst im Jahr 1953 von der NASA denn bewiesen werden. Und genau auf diesen Gesetzen aufbauend, auf denen funktioniert unsere ganze Raumfahrt. Ja, nee, ist klar. Er lag ja richtig. Aber woher konnte er es wissen? Nein, dass jemand quasi 350 Jahre vor der Zeit, wo das überhaupt möglich war, das zu tun, also Raumfahrt zu betreiben, quasi auf solche Idee kam und auch den praktischen Nachweis erbracht hat. Ja, nee, in dem Zusammenhang gibt es ja auch noch so eine Seekarte von dem türkischen Admiral Peri Reis, glaube ich, hieß der, wo die Antarktis sozusagen drauf zu sehen ist, ohne Eis, ohne alles. Und die haben es vermessen, stimmt, die Karte ist Erstens mal ist es toll, dass es stimmt. Zweitens ist, dass diese Karte eigentlich die Antarktis eisfrei zeigt, also dass es jemand gesehen haben muss oder so, wo noch kein Eis drauf war. Aber und vor allen Dingen, dass auch Teile von Südamerika und Nordamerika drauf sind auf dieser Karte, zum einen und zum anderen. Man muss sich natürlich auch bewusst machen, dass genau der Landstrich, in dem wir eigentlich heute leben, eigentlich früher mehr so im tropischen Bereich war, weil also nicht weit von mir weg hier, so 60, 70 Kilometer, da liegt Tuttlingen und da haben wir die sogenannte Schwäbische Alb und da findet man ja eigentlich genau dieses Meeresgetier, was eigentlich im tropischen Meer quasi vorkommt, in Versteinerungen drin, also alles Mögliche. Kurze Frage noch von mir. Mhm. Was glaubst du, sind alle Menschen gleich? Inwiefern meint? Vor Gott oder wie soll ich sagen, in den Eigenschaften? In der Eigenschaft muss man unterscheiden. Ich meine, Intelligenz definiert sich eigentlich über den einen Begriff. Umso mehr Wissen und daraus natürlich auch verstehen, wenn er selber in der Lage ist zu denken, definiert sich eigentlich die Intelligenz schon so, dass es da Unterschiede gibt oder so, aber da ist jeder Einzelne dafür verantwortlich, wie intelligent dass er sich bezeichnen kann. Also bei mir war es beispielsweise so, also alles das, was ich kann und das, was ich weiß, das hat mir eigentlich selber beigebracht. Also ich gehe eigentlich, seit ich 5 Jahre alt bin oder knapp 6 Jahre alt bin, eigentlich in die Schule, also die letzten 40 Jahre eigentlich in meine eigene. Ja, okay, danke. Ich möchte auch mal was fragen jetzt. Okay.
Ich habe eine etwas konkretere Frage, beziehungsweise es ist so, dass ich mich mit Mathematik und so weiter überhaupt nicht beschäftige und mich das ehrlich gesagt auch gar nicht so interessiert. Meine Frage ist, wenn ich kurz unterbreche darf, bezüglich der Mathematik, also das, was ich da eigentlich mache oder so, hat mit Mathematik, also in dem Sinn, wie wir ein bisschen verstanden haben, irgendwas zu rechnen, nicht absolut nichts zu tun. Weil es sind wirklich explizit nur diese Trippelzahlen und es sind nur die 9 natürliche Zahlen, die, wenn man sich quasi das mal durchliest, was ich beispielsweise auf diesem 74-Seiten-PDF-Dokument beschreibe, dann ist es ganz, ganz offensichtlich, also eine Zahl bis 666 entspricht beispielsweise dem Namen, was weiß ich, Natur oder so. Man hat ständig immer die gleiche Zahl vor der Nase. Und das passiert jeden Tag. Und zwar so massiv, dass man sich einfach fragen muss, als Beispiel auf Autokennzeichen, geht der Zulassungsstelle diese Zahlen quasi aus und warum nehmen die alle Trippelzahlen und warum formieren sie diese sich quasi ständig immer um mich rum? Ja, da erhärtet sich doch mein Verdacht, dass alles, was wir vorfinden, ob das der Davidstern ist, ob das das sogenannte Baphomet-Zeichen ist, ob das die Zahl 666 ist, alles nur ein Missbrauch von irgendwelchen Dunkelmächten ist, um uns Angst zu machen. Und in dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, wer hat eigentlich die Offenbarung geschrieben? Ist es eine Story gewesen, die damals erfunden wurde, damit heute irgendwelche Dunkelmächte sie in die Tat umsetzen können? Und da muss ich die ganz kurz unterbrechen. Also das Ding hat schon irgendein Mensch geschrieben, aber eben wie gesagt, über diesen Nachweis, den ich vorher eigentlich machen wollte und der mir aber nicht ganz gelungen ist, weil irgendwo zwischendrin die Unterbrechung war, also Unterbrechung eigentlich von mir, weil das Thema danach gewechselt hat, ist es einfach so, ich wollte zeigen, dass über meinen Namen war letztendlich derjenige, der Ahnung hat, und diese Quersumme nimmt, diese 13, weil 13, 18 Offenbarung beschreibt ja quasi die eine Geschichte, dass es sagt, der Kluge möge die Zahl des Tieres, die einen Menschennamen ergibt, berechnen, seine Zahl ist 666. Mein Name führt dich genau an die Stelle in der Offenbarung, quasi, die genau zu dem auffordert, was ich vorhin gemacht habe und erklärt habe. Und das ist der springende Punkt. Solche Dinge gehen jetzt absolut, die kann niemand manipulieren. Aber Man muss sich im Klaren darüber sein, es gibt Gruppen auf dieser Welt, also explizit quasi die sogenannte extrem rechte katholische Liga oder protestantische Liga in Amerika drüber, die quasi sich wünschen, dass diese Apokalypse stattfindet, damit der Herr und Meister, den sie im Teufel oder Satan wählen, quasi dann auch endlich das Licht in die Welt bringt, also sprich das Wissen oder die Erleuchtung. Und ich denke, die haben ein paar Sachen sehr, sehr massiv falsch verstanden. Aber auch in diesem Bereich gibt es ja nachher Manipulationen, also so, dass mir verarscht werde, weil grundsätzlich geht es eigentlich wiederum nur um diese eine Geschichte, dass irgendwann einmal dieses sogenannte Gottesteilchen vom CERN gefunden sein wird. Und wenn man eben letztendlich dann weiß, wie Natur eigentlich aus reiner Energie alles, was existent ist, formiert, in dem Augenblick kann man wirklich Gott spielen, und zwar im Sinn von Natur. Und das ist unser Problem, weil diese Waffe, die da damit entwickelt werden wird oder ist, das ist etwas Absolutes, das heißt, ich kann mit dieser Waffe wirklich komplett alles manipulieren, was existent ist. Jetzt weiter in die Details reinzugehen oder so, da müsste ich jetzt quasi beim Tanach starten, ich müsste beim Bibelcode starten, ich müsste bei bestimmten Gimmicks oder einfach Fakten bezüglich der hebräischen Sprache und den nur 22 Buchstaben, den reingehen, wäre zu komplex und zu kompliziert und solche Dinge sehr, sehr langatmig. Das sind da, also ich kann es erklären. Die Frage ist ja, die sich dann stellt, ist, haben wir das Schlimmste schon hinter uns oder kommt da noch einiges auf uns zu? Wo steuern wir hin? Da wird mit Sicherheit also noch einiges auf uns zukommen, wie ich das vorhin kurz erwähnt habe, in Bezug quasi mit diesem Israel, wobei Israel bedeutet eigentlich Streiter Gottes, also aus dem Hebräischen raus, aber aufgrund dieser Entschlüsselungsform, die ich jetzt da gefunden habe oder so, ist eigentlich der Name auf Deutsch geschrieben, Israel, eigentlich Israel, quasi bedeutet einfach auf Englisch übersetzt, ist Ra die Sonne quasi Gott? Es ist eine Frage. So, und wenn man da ein bisschen weitergeht oder so und auf die Bibel oder auf der Danach quasi schaut, haben wir den einen Effekt, dass da drinnen beschrieben wird, dass quasi dieses sogenannte apokalyptische Szenario im Harmagedon stattfindet. Das Harmagedon bedeutet nichts anderes wie einfach nur Berg Megiddo, das ist ein Berg im Golanmassiv. Was H ist gleich Berg und Megiddo quasi diese alte ägyptische oder israelische Siedlung anbelangt. Und genau in diesem von Syrien annektierte Gebiet
ist eine der wichtigsten Luftwaffenbasis, übrigens atomar ausgerüstet. Die Basis Ramat David heißt die. Und von dort aus haben sie damals über Saudi-Arabien auch diesen Angriff auf den Kernreaktor da im Irak geflogen in der 80er Jahre, die Israelis. Und wenn jetzt mit dieser Entwicklung jetzt mit Iran und so ein paar Sachen schieflaufen, also da kann Rukizuki was ganz, ganz heiß hochkochen, ähnlich quasi wie damals, wo diese Geschichte mit Skat-Raketenbeschuss war vom Irak aus auf Israel. Ja, ich habe meine Frage, und zwar inwiefern kannst du dich irgendwie zum Thema Kalenderfälschung äußern? Ich meine, man hört ja mal so viel, dass im gregorianischen Kalender ein paar Jahrhunderte weggestrichen worden sind. Ja, das ist die Sache von Heribert Illig. Auch der Illig hat sehr recht. Ich gehe darauf in meinem Grundmanuskript darauf ein, dass es quasi da 300 Jahrhunderte einfach weggestrichen worden sind oder so, dass eigentlich in unserer wirklichen Zeitrechnung letztendlich erst das Jahr 1700 nach Christus ist. Niemand kann das eigentlich wirklich nachprüfen von dem Punkt her, was eigentlich Zeit definiert, weil wie will ich das machen, dass ich quasi irgendwo 300 Jahre nachweisen will, also jetzt nur vom Zeitfaktor her, also oder vom Zeitverständnis her. Man kann das aber nachweisen, indem man hingeht, oder hat es sogar schon nachgewiesen, indem man hingeht und schaut einfach in der und der Zeit, die wird ja von Wissenschaftler datiert, von der sogenannten Archäologe wird die datiert, dass man ganz bestimmte Funde hat, dass man die quasi per C14-Methode, also Kohlenstoff-14-Methode quasi untersucht und sagt, aha, die müssen so und so alt sein, also können sie quasi in diese Epoche einsortiert werde und dass man eben über diese Epoche ganz, ganz viele Sachen eben nicht findet, die behauptet werden in der sogenannten Schrift oder in der sogenannten geschichtlichen Aufschreibung. Also da stimmt mit hundertprozentiger Sicherheit was nicht. Der zweite Effekt, den man auch hat, nach dem Jahr 1000, wir wissen, dass der überwiegende Teil aller Menschen, die damals gelebt haben im sogenannten Mittelalter, eigentlich nicht des Schreibens und des Lesens kundig waren und dass diese Schreib- und Lesearbeiten überwiegend in der Klöster gemacht worden sind, also Untergruppe von Vatikan oder von sogenannter römisch-katholischer Kirche, die ganz, ganz böse Verein ist. Und es gibt ja noch die sogenannte Forschungsrichtung der Diplo, Entschuldigung, ja, ich habe jetzt das Wort vergessen, aber da geht es eigentlich um die Urkundeforschung. Und da hat man beispielsweise in Form von der sogenannten Merowinger-Urkunde, die man da untersucht hat, haben wir herausgefunden, und zwar wirklich publiziert, knallhart. Und andere Dinge sollte es auch die Staatsanwaltschaft ein bisschen interessieren. Aus dem ganz einfachen Grund, da geht es um Staatsverträge, wo also irgendwelche Rechte irgendjemand zugeschustert worden sind. Da geht es auch um diese Geschichte mit der konstantinischen Schenkung oder mit irgendeiner Schenkung, die vom sogenannten Herrenorden da quasi übergeben worden sind. Und da geht es als Beispiel darum, dass diesem Herrenorden ein Land geschenkt worden ist in einer Größenordnung von 2 Millionen Quadratkilometer. Zur Erwähnung dazu oder zum Verständnis dazu, ganz Deutschland insgesamt hat knappe 400.000 Quadratkilometer Land. Und da passen ein paar Sachen einfach nicht zusammen. Und wenn man diese Dinge quasi ein bisschen tiefer gehend untersucht, dann kommt man genau auf diese Gruppe, die wiederum die Freimaurer und die Illuminaten ausmacht, die wirklich kein blasses Schimmer haben innerhalb ihrer Organisationen, wem sie eigentlich da dienen und vor allem Dinge, was sie da machen. Es ist eine Mafia-Organisation. Ja, meinst du, das sehr, sind sehr, sehr viel breitere Rahmen. Meinst du, das sind Familien im Hintergrund, der Adel? Der Adel, beim Adel ist es ein bisschen was Spezielles. Mit dem Adel, die hängen da mit hundertprozentiger Sicherheit mit drin, die sogenannte Blaublütige. Und zwar sind sie ein Teil quasi dieser Verschwörergruppe, ich nenne sie mal so in Anführungsstrichen Verschwörergruppe, die letztendlich quasi um das Jahr 1000 nach Christus rum, das bei Nostradamus also explizit erwähnt worden ist, dass da eine bestimmte Entwicklung eingesetzt hat. Und zwar lässt sich das quasi ausmachen und nachweisen über die ganze Kathedrale und Burgenbaute oder Schlösserbaute, die von da weg stattgefunden haben. Und wobei bei der Kathedrale muss ich klar machen muss, dass eine Kathedrale quasi ein sehr, sehr filigranes Bauwerk ist, dass da plötzlich die Pläne da waren, plötzlich das Wissen da war, dass diese Geschichten quasi gebaut worden sind. Und im Fall vom Freiburger Münster ist da sogar insgesamt 300 Jahre dran gebaut worden, weil man 200 Jahre einfach kein Geld gehabt hat, weil damals quasi Freiburg, also quasi von dem einen Eigentümer wegverkauft worden ist an den nächsten, und die Leute, die mussten das Geld natürlich den erwirtschaften, und die haben einfach das Geld nicht gehabt, um dann den Münster weiterbauen. Dann gibt es Untersuchungen zu diesen Dombauten oder Kathedrale oder Münsterbauten, die besagen,
Also ganz klar, dass die quasi nach einem Wissensstand erbaut worden sind, der nicht aus dieser Zeit stammen kann und nicht mal aus unserer quasi jetzt im 21. Jahrhundert, sondern weit drüber raus ist, weil die so dermaßen quasi austüftelt gebaut worden sind, dass sie aber ganz bestimmte biophysikalische sogenannte Mind-Control-Effekte auslösen, wie man sie beispielsweise über die Haartechnologie auch macht. Das führt uns jetzt gleich zum nächsten Thema, aber jetzt meine Frage. Findest du dann, gehst du ein davon Satz, aus? Bitte, ein Satz bitte noch. Nee, die lass ganze, mich jetzt mal ausdrücken. Warte, ein Satz. Diese ganze Geschichte verbindet sich über das Leyline-System und über das sogenannte Orthodograph-System, was ja ein sehr, sehr altes System ist. Und da kommen wir wieder zum Davidstern mit dazu, wo ein bisschen längere Geschichte ist. Ja, gehst du dann davon aus, dass der Adel und die Illuminati per se alle schlecht sind? Ganz ehrlich? Ja. Das Übelste, was du dir vorstellen kannst. Bravo. Also gestehst du keine zwei Seiten den beiden zu? Vergiss es. Als dieses kleines Beispiel, damit ich euch mal ein bisschen klar mache oder so, um was es da eigentlich geht. Es ist eine einzige Familie, ja, die über die letzten 1000 Jahre eigentlich die ganze Welt beherrscht. Diese eine Familie stammt aus Deutschland, es sind Deutsche. Die haben ständig andere Namen, also die wechseln ihre Namen. Und als kleines Beispiel, wer das eigentlich ist oder so, das ist das Haus Hannover, Haus Coburg, Battenberg und Königin, die Königin Elisabeth II. Von England ist eigentlich eine geborene Battenberg. Sie ist verheiratet mit ihrem Cousin, der wiederum deutschstämmig aus einer Insel nebendran oder oberhalb von der, wo ich herstamme, kommt. Und er ist eigentlich ein geborener Prinz von Griechenland. Aber da kann ich mich dir jetzt nicht anschließen. Also ich gestehe jedem Geschöpf die Möglichkeit zu, vor Gott, links, die sehen rechts, nur, die, Entschuldigung, die sehen nur aus wie Menschen. Nee, also das, dem schließe ich mich nicht an. Valentin, du musst dich dem nicht anschließen, du musst mir nicht glauben, was ich dir erzähle, sondern du kannst das, was ich dir erzähle, kannst du nachvollziehen, das kannst du nachrecherchieren und du wirst rausfinden, dass da ein paar Sachen nicht stimmen können. Als klitzekleines Beispiel, das Vorläuferbüro vom FBI, was denkst du, wer das gegründet hat? Das war ein Napoleon. Ich wohne hier im Ort Geilingen, hat Familie gehabt von Napoleon. Ja, das ist mir schon klar. Wir haben hier sogar einen Einstein gehabt und ein paar Kilometer weiter, also das sind vielleicht Luftlinien so 25 oder 30 Kilometer, ist tatsächlich quasi ein kleines Schloss vorhanden auf der Schweizer Seite vom Rhein, das übrigens alles Habsburger Land war und eigentlich auch als sogenanntes Vorderösterreich bekannt war, das letztendlich Napoleon II. Bonaparte, quasi Kaiser von Frankreich beherbergt hat, bis er dann endlich wieder zurück durfte nach Frankreich und dort den Kaiser werden. Also da liegt man ein bisschen total daneben, weil irgendjemand muss diese Geschichte gemacht haben und die Päpste gestellt haben und ein paar andere Sachen manipuliert haben in Bezug mit diesem Illuminati-System oder Freimaurer-System und das sind die Blaublütige. Ja, aber man kann nicht alle verurteilen. Man muss Mach ich doch gar nicht. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Jemanden verurteilen ist ein ganz anderes Thema. Ich sag nur, die sind das Übelste, was man sich vorstellen kann. Mit Vorurteilen hat das überhaupt nichts zu tun, weil ich kann es ja belegen, warum das so ist. Ja, es ist schon ein bisschen über den Kamm scheren, ne? Nein, ist es nicht. Ja, weil absolut. Weil da, wo du dich jetzt ein bisschen ziemlich irrst, ist einfach diese Geschichte, die sind die Auslöser der Apokalypse. Das sind diejenigen, die unsere Welt manipulieren. Und zwar nicht erst seit gestern oder heute, sondern das sind diejenigen, die quasi die ganze Finanzsysteme installiert haben, die ganze Ismen installiert haben, wie Kommunismus, Kapitalismus, der ganze Käse, alles, was du dir vorstellen kannst. So, genau das, was quasi letztendlich diese Welt daran hindert, wirklich in einem Paradies zu leben, ja, obwohl es eins ist, wo für jeden quasi was zu essen da ist. Ich habe gestern einen Artikel bei mir im FB reingestellt, alleine nur, wenn man das Essen nimmt, was jeden Tag Millionen Tonnen weggeschmissen wird, wo Haltbarkeitsdatum, na gut, ist original verpacken, allem drum und dran, nur in der Supermärkte, das würde ausreichen, in einem einzigen Jahr zum zweimal die gesamte Weltbevölkerung quasi ernähren. Und wir sprechen ständig von Überbevölkerung und irgendwelchen so einem Quatsch. Als klitzekleines Beispiel dazu, damit du das verstehst, was ich da meine, bezüglich nur der Begriff Überbevölkerung. Nimmt man nur den Staat Texas in Amerika, der hat ca. 670.000 Quadratkilometer. So, jetzt nehmen wir 7 Milliarden Menschen und packt die mal da rein. Jeder hat 100 Quadratmeter Platz. Der ganze Rest von der Welt ist leer. So, und jetzt... Ja, okay, gut, pass auf. Du zeichnest jetzt ein Bild und ziehst jetzt eine Familie zur Verantwortung, kollektiv. Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen... Dem kann man sich ja so nicht anschließen, weil jeder
mit seinen Taten für sich alleine steht. Weißt du, du kannst ja. nicht alle verurteilen. Das Problem in dem, was jetzt da quasi passiert, ist eigentlich nur ein Missverständnis zwischen uns beiden. Und zwar in dem einen Sinn, dass du denkst, oder ich verurteile dich nicht. Es sind liebe, nette Menschen dabei, die auch wohltätig tätig sind oder so. Aber grundsätzlich diese eine Familie, egal wer immer das ist oder so, muss man bezeichnen als wirklich als das Übelste, was dieser Welt jemals passieren kann. Betrachtet auf die Zeit. Ich habe dich verstanden. Du hast aber mich jetzt nicht verstanden. Zwei Sätze noch. Beginnend ab 1000 nach Christus bis circa Abschaffung der Monarchie, weil genau dort zwischendrin, die haben im überwiegenden Teil fast alle Päpste quasi aus sich gemacht, fast alle Könige, fast alle Herrscher oder egal, was du nimmst. Und zwar, die haben sich eigentlich über die ganze Kolonialisierungsgeschichte, Südamerika, Nordamerika, Asien, China, egal, wo immer du hingehst oder so, haben sich quasi die verbreitet und haben sich eigentlich die ganze Welt untertan gemacht. Und zwar, die gehört ihnen. Alleine nur der Königin von England gehört ein Sechstel der ganzen Welt an Land. Ihr persönlich. Okay, jetzt pass auf. Du hast doch an der Hand die Zahlen, diese Matrix erkannt. Okay. So, anhand der Matrix kannst du doch dann auch erkennen, dass wenn es nicht die Familie gewesen wäre, dann wäre es die nächste. Ja, ganz genau. Ja, das meine ich doch. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig, dann wäre es der andere gewesen. Ja. Das ist also von dem her unerheblich, weil wenn ich also eine bestimmte Gruppe habe von Verbrechern, also sagen wir mal in Form von einem Namen oder so, die Mafia, oder wenn es die Mafia nicht ist, dann sind es halt die chinesische Triade oder die japanische Yasuka oder wie auch immer. Verstehst du? Es spielt keine Rolle. Eben. Nur die sind quasi in sich die oberste Stufe oder die zweitoberste Stufe der Pyramide, die quasi wirklich noch die Fäden in der Hand haben, die auch entscheiden, was in dieser Welt passiert, auch in der Geschichte mit dieser Finanzkrise und allem drum und dran. Ja. Und da muss man halt einfach quasi auch davon ausgehen oder so, dass von diesen Leuten letztendlich das Wohl oder Wehe dieser Welt abhängt. Und das kann irgendwo nicht sein. Ja, Moment, aber letztendlich, also wenn du von Geist über Materie ausgehst, dann wird jeder nach seinen Taten gerichtet. Das heißt, das du bist richtig. Dann also als einer mitverantwortlich, wenn du im System das tolerierst, dass ein Kind gequält wird. Klar. Oder auf der anderen Seite klar. kannst du natürlich nichts dazu, wenn du gezwungen wirst, ja? Das ist richtig, ja, korrekt. Aber jeder steht für sich alleine mit seinen Taten dann da. Ja, und auch in dieser Familie, die werden auch einzeln gerichtet. Das ist mir schon klar. Ich weiß so fast, was du raus willst. Als bestes Beispiel oder so, was ich buchtechnisch empfehlen kann dazu, ist Transformation of America. Das ist diese Geschichte von Casey O'Brien in Bezug zu der Illuminaten, wie die also in sich eigentlich funktionieren. Nur das, was du jetzt da erwähnt hast, bezüglich persönlicher Schuld und eben der Versuch, es ändern zu wollen und es aber nicht zu können aus bestimmten, wie sagt man dazu, gegebenen Zwängen quasi, weil du eben in diesem System drin lebst und wenn du dich halt dagegen stellst oder so, einfach dieser massive Felsblock, den dieses System eigentlich ausmacht, dich einfach erdrückt oder platt macht oder kaputt macht. Das ist natürlich schon klar, aber diese geistige Ebene, die da auch mit Rolle dabei spielt oder so, in dem Augenblick, wenn ich quasi meinen Geist darauf fokussiere, dass mir das nicht passt, dass mir das widerstrebt, dass mir das quasi die Haare aufstellt, wie man so schön sagt oder so, in dem Augenblick tue ich doch schon was dagegen. Was anderes ist es, ob dieser Effekt oder dieses sich widerstreben gegen dieses Ding quasi letztendlich zum Ziel führt oder nicht. Aber im absolut betrachtet wird es das, weil alles, was in dieser Welt hier passiert, das kann kein Recht sein. Es kann nicht sein, dass ich auf der einen Seite sage, oder so, der Katholizismus oder römisch-katholische Kirche oder so, predige quasi die Nächstenliebe und gleichzeitig segnen aber irgendwelche Pfarrer, Soldaten und Waffen, die letztendlich Menschen abschlachten. Wenn man sich alleine nur anschaut, diese Anschläge vom 11. September, wie viele Millionen Menschen, dass die quasi in Leid und Not in Tod gebracht haben, das geht auf keine Kuhhaut, Entschuldigung. Das klar. Klar, dazu müssen wir uns aber organisieren und da ist wieder das Problem, dass viele zurückzucken, sich zu organisieren und dann kommen wir zum nächsten Punkt, der schwelend dabei ist, und zwar ist es die Kindererziehung und die Kinder, dass die praktisch mit Gewalt in Strukturen gehalten werden, in familiären, die diese Dinge dann natürlich auch ausführen und an die muss man irgendwie rantreten, ja. Das ist richtig, Problem. Richtig. Aber das ist wiederum ein sehr, sehr heißes Thema von mir, weil also alles, was irgendwie mit Ausbildung oder Bildung oder mit Schule zu tun hat, ich meine, ich bin 1964 als knapp Siebenjähriger, also ich
14 Tage später bin ich 7 Jahre alt geworden, herkomme. Ich habe ein Jahr Schule in Griechenland untergemacht, also die erste Klasse, bin dann hier in Deutschland wiederum in die erste Klasse gekommen. Sprache null, also ich habe kein Deutsch gesprochen und das, was ich heute Deutsch kann, das habe ich mir quasi selber beibracht. Und wie man ja sieht, also ich spreche akzentfrei und ich kann sehr, sehr gut. Und ich muss dazu sagen, also diese Sache mit der Schule, das beobachte ich jetzt eigentlich schon seit 45 Jahren. Und ich muss sagen, also alles, was irgendwie schieflaufen könnte in Bezug Schule oder überhaupt Bildung von irgendwelcher Talente oder so, läuft eigentlich schief als in diesem Land. Also es geht mehr so in die Richtung Ausbildung von irgendwelcher Sklave, die irgendwelche Rädchenrollen innerhalb des Systems quasi besitzen können. Und ich unterhalte mich auch sehr viel mit sehr gebildeter Leute oder Ingenieure oder Diplom-Ingenieure oder Professore oder Doktoren, die also wirklich ganz klar sagen, also das, was ich eigentlich als meine Persönlichkeit oder meinen Charakter eigentlich anstelle in dieser Welt, mit meiner Familie, meinem privaten Bereich, entspricht genau dem hundertprozentigen Gegenteil von dem eigentlich, was ich in meinem Job machen muss oder so, weil da muss ich eigentlich Leute töten, oder also in übertragenen Sinn. Oder. Und es sind sehr, sehr viele Leute, die damit nicht klarkommen, die sich gern gegen dieses System stelle wohl würden und die vor allen Dingen auch die Kernaussage treffen, dass sie sagen, also mit dem Wissen und mit der Intelligenz und mit dem Können, was wir in dieser Welt haben, könnte diese Welt eigentlich wirklich schon komplett anders sein, ohne dass irgendjemand einen Cent Steuern zahlen muss, ohne dass irgendjemand, egal wie, irgendwas nötig hat, weil alles da ist. Und ich denke, da hätte ich auch ein paar gute Ansätze, wie man das alles verändern kann. Nur auf der Basis, so wie das jetzt im Moment läuft, egal, wenn sich kleine Gruppen rausbilden und irgendwas Neues machen, das Richtigere wäre, die werden über kurz oder lang einfach platt gemacht, fertig. Ja, da reden wir nochmal drüber. Da telefoniere ich spätestens morgen oder im Laufe der Zeit, weil ich habe da eine Idee, da möchte ich jetzt mal drüber reden. Okay. Wir haben jetzt noch 7 Minuten Zeit. Ich habe auch noch eine Frage. Ja, wir haben noch 7 Minuten Zeit. Bitte die Frage, ja. Ich habe eine Frage zugestellt bekommen und zwar geht es nochmal um die Stufen, über die Pyramidale. Wer oder was ist die oberste Stufe? Kannst du da Namen oder können Sie da Namen nennen? Wer hockt Drück da du oben? Sagen, bitte. Dieses Sieg kann ich nicht unbedingt ausstehen. Okay, ich bin zwar 54 Jahre alt, aber wenn du mich sehen würdest, ich sehe eher mit meinen langen Haaren wie ein 40-Jähriger aus. Ich habe auch noch nicht so arg viel Graue und das Sie, das hat mir schon immer ein bisschen widerstrebt, weil ich sehe mich nicht als Sie-Person an. Ja, okay. Deswegen leidet aber nicht der Respekt. So. Okay, die Frage nochmal. Die oberste Stufe, das sind also ganz, ganz wenige Leute, die wirklich der komplette Überblick haben und eigentlich auch die Kontrolle über die ganze Geschichte. Nur da muss ich halt noch ein bisschen ein Schockaussage machen, weil die oberste Stufe, die sitzt nicht im Hier und Jetzt, sondern die sitzt eigentlich in unserer eigenen Zukunft. Und zwar im Jahr nach 2109. Man achte mal bitte drauf. Ich habe vorhin erwähnt, dass die Quersumme aus meinem Geburtsdatum die 37 ergibt. Die 37 ist der korrekte Teiler für die 666. Übrigens genau das gleiche Spiel, auch mit der 1776 als Gründungsjahr der USA zum 4.7. hin und zum 1.5.1776 mit den Illuminaten. Es sind also beides keine Zufälle, weil 2 mal 666 ist gleich 1332 plus 2 Drittel 666 ist gleich 444. Das addiert, gibt wiederum die 1776, die quersummiert sich zur 777, zur 21, zur 111, zur 3. Es ist immer ein und dasselbe Spiel. So, und in Bezug auf dieses Jahr 2109 gibt es eine ganz, ganz verrückte Geschichte. Und zwar diese Geschichte gibt es mindestens seit 25 Jahren, also auch in Buchform. Man kriegt sie ein bisschen schlecht im deutschsprachigen Gebrauch. Bereich, aber das Buch ist existent. Kurz zur Zahl. Die 2109 macht einfach nur die 2 plus 1 ist 3, plus 9 ist 12, plus gibt wieder 3. Also wir lernen genau beim Gleichen. Oder einfach nur Primzahl 3 mal 19 ist 57 mal 37. Wieder genau das gleiche Spiel. So, diese Zahl 2109 aus dem Grund. Es gibt ein Buch, das heißt Die vertikale Ebene, das stammt vom Ken Webster, das ist ein Informatiker gewesen oder ist ein Informatiker aus England und der hat ein ganz, ganz merkwürdiges Ereignis gehabt oder Erlebnis gehabt. Der ist irgendwann mal, also Professor gewesen, also Lehrer in der Universität in England, hat ein altes Cottage, also so ein kleines Häuschen quasi bewohnt, das mindestens 400-500 Jahre alt war, von der Grundmauern her. Plötzlich nimmt er sich quasi von sich zu Hause Anfang der 80er Jahre, so um 81, 82 rum, einen Computer von der Universität noch mit, stellt ihn bei sich in der Küche ein und das Ding lief halt Tag und Nacht. Oder eines Tages hatte er dann auch irgendwelche
Sache auf seinem Bildschirm stehen und hat denkt, irgendjemand hat sich einen Witz mit ihm erlaubt. Das hat sich über die Jahre weg dann auch summiert zu über 300 Botschaften. Es hat sich dann herausgestellt, dass tatsächlich also wirklich untersucht von wissenschaftlicher Gremie und von anderen Gruppierungen, irgendjemand, der 400 Jahre vor ihm im gleichen Haus gewohnt hat, gleichzeitig existent ist und mit ihm kommuniziert hat über einen sogenannten Lichterkasten, den er wiederum von einer Gruppe, die sich Zeitexperimentalgruppe 2109 nennt, die sich dann auch eingemischt hat und als diejenige ausgegeben hat, die diese sogenannte Zeitphänomene oder Zeitparadoxen quasi ausgelöst haben, den zu erkennen gab. Und wenn man das Buch mal wirklich sich reinzogen hat, ich habe das übrigens bei mir auf MySpace, habe ich ein paar Seiten draus rauskopiert, sich das wirklich mal in aller Ruhe durchliest und wirklich mal überlegt, irgendwas stimmt mit diesen Prophezeiungen nicht, weil sie geben Fakten wieder, die unser heutiges Jetzt widerspiegeln, dann haben wir ein Problem. Wer manipuliert die Zeit? Wer manipuliert unsere Zeitgeschichte? Wer ist hier der große Schweinehund? Okay, also wir haben noch 3 Minuten. Eine kurze Frage noch vielleicht? Ja, okay. Okay, also ich habe jetzt keine Frage weiter gehört. Es hat mich sehr gefreut, dass du bei uns warst. Das war jetzt das Interview, 1 Stunde, dann 45 Minuten lang die Zuhörerfragen. Du hast sie geduldig beantwortet. Ich danke dir dafür. Kein Problem. Ich verabschiede mich jetzt von dir, bleib aber noch am Apparat. Okay. Ja. Illuminati, Fakes und Fakten, jeden Dienstag, 20 Uhr auf www.cracker.info. Das war Ilja Papa und bis nächste Woche. Vielen Tschüss. Dank fürs Zuhören.